Ja, habe mich natürlich sehr, sehr gefreut. Auch mein erstes Tor diese Saison und erstes Tor in der dritten Liga. Deswegen auch für mich ein besonderer Moment heute. Und ja, in Dresden war noch ein bisschen Pech und heute ist dann reingefallen. Ja, ich glaube, wir fokussieren uns einfach immer wieder auf unsere Aufgaben in jedem Spiel und ja, versuchen einfach vor jedem Spiel uns richtig einzustellen und wir sind natürlich stolz darauf, auf so eine Marke jetzt auch mit Leverkusen die einzige Mannschaft zu sein. Ja, haben natürlich, wie du gerade gesagt hast, die schlechteste Defensive, aber trotzdem haben wir uns darauf eingestellt, dass sie gut stehen werden, dass sie versuchen, die Räume eng zu machen. Und ich denke, das haben sie auch gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit standen sie schon tief und die zwei Viererketten sehr, sehr nah beieinander. Da war es nicht so ganz einfach durchzuspielen. Man musste eher über außen spielen, haben dann aber wieder immer schon wieder gefährliche Aktionen mal herausgespielt und dann mit dem Elfmeter zum Glück auch das Tor gemacht. Und war aber keine einfache Aufgabe, wie erwartet. Du hast gesagt, erste Halbzeit war relativ schwer, da hinten durchzukommen. Zweite Halbzeit dann mit dem 1:0 im Rücken. Wie seid ihr die Halbzeit angegangen? Ja, wir wollten natürlich dann, haben schon gesagt, jetzt werden sie wahrscheinlich ein bisschen offensiver werden, ein bisschen mehr Räume geben, weil sie auch schon ja eigentlich gewinnen müssen. Und da war der Plan natürlich schon gut zu stehen, dass wir erstmal auch gut stehen, dass wir da keine Schüsse oder keine Tore zulassen und dann natürlich die Räume ausnutzen und versuchen, noch mehr offensiv reinzukommen. Und ja, im Endeffekt muss man dann auch sagen, mit der Führung im Rücken war es dann gut. Wir konnten dann auch ein bisschen Ballbesitz spielen, ein bisschen den Ball laufen lassen, weil sie dann nicht immer drangekommen sind und konnten es dann auch professionell runterspielen. Ja, ich erwarte auf jeden Fall ein absolutes Topspiel, Zweiter gegen Dritter. Ich hoffe auf zahlreiche Unterstützung. Ich hoffe, ihr kommt alle ins Stadion, unterstützt uns, macht das Donaustadion voll. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch und lasst uns nächste Woche den nächsten Schritt zusammen gehen und alle zusammen Vollgas geben.